Ja, ich sage herzlich willkommen. Das Thema heute ist Maxima und Mathematik mit Maxima. Mathematik hat so das Grunddings Mathematik, igitt. Will ich nicht, interessiert mich nicht. Maxima ist ein Computeralgebra-System, das einem die Sache doch etwas erleichtern kann. Wie komme ich dazu? Ich bin komme aus Graz, mache dort Grazer Linux-Tage, bin auf einer Fachhochschule, SysAdmin etc. Wir setzen dort auch Maxima ein. Das Problem an der Sache war, ja, die Windows-Installer, wir verwenden uns in der Windows, sind sehr selten dahergekommen. Sprich, bei jeder dritten Version war ein Installer dabei, weil die Leute doch unter Linux eher arbeiten. Und ich habe das ganze Ding dann durch Cross-Compiling, sprich, ich erstelle ihn unter Linux, habe ich dann die Maxima Installer erstellt. Was kann das Ding? Numerische Mathematik, symbolische Mathematik, Gleichungen lösen, Gleichungssysteme lesen, Differentialgleichung, integrale Rechnung, Vektorrechnung, Matrizen, grafische Darstellung. Ich glaube, die nächste Folie, ja, Benutzerschnittstellen, es gibt einen Textmodus, es gibt eine einfache GUI, eine komplexe GUI, die werde ich Ihnen zeigen. Es gibt für Emacs einen Maxima-Mode, es gibt Maxima Online, da kann man das Ganze im Webbrowser sich anschauen und eine Android-App gibt es auch noch. Man kann mit beliebigen Zahlen rechnen, rationalen Zahlen, Fließkommazahlen, komplexen Zahlen, Konstanten. Und ich denke, wir gehen schön langsam in die Praxis über. Was ich hier mache, ich habe mir eine aktuelle Version installiert und werde jetzt die aufrufen, weil die, was bei Ubuntu oder seinerzeit dabei war, ist doch irgendwie eine etwas ältere Version. Das ist jetzt WX Maxima. Und ja, man kann rechnen, integrieren, differenzieren, Grafiken machen. Wir machen mal einen einfachen Plot. Achso, da muss ich noch den Tipp da weggeben. So. Ein 2D-Plot, was wollen wir plotten? X hoch 2 von minus 5 bis 5. Ups, da bin ich eigentlich. So will ich das haben. Und ja, er plottet mir das ganze Ding als grafische Darstellung. Das Ganze geht mit 3D-Plots. Das Ganze geht mit diversen Plotformaten. Aber ich mache mal irgendwie ein größeres Beispiel. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Nicht speichern. Und zwar, wir sind hier in einer Schule. Was ist besonders beliebt bei Schülern? Kurvendiskussionen. Ich habe mir gedacht, ich mache mal sowas als Beispiel. Ja, was will ich haben? Ich habe eine Gleichung. Die Zuweisung in Maxima ist der Doppelpunkt, nicht das ist Gleichzeichen. Der Grund ist, ja, man kann auch eine Gleichung einer Variablen zuweisen. Die Variable EQ hat jetzt den Wert x ist gleich x hoch 3 plus 3 minus 2x, 2x Quadrat plus 1. Wenn das das gleiche Zeichen wäre, könnte man das nicht als Zuweisung verwenden. Na, was ist üblicherweise zuerst gefragt? Das haben wir schon gesehen. Man möchte einen Plot haben. Das ist jetzt die Funktion, die ich hier definiert habe. Das ganze Ding geht entweder eingebettet oder man kann das ganze Ding auch mit GNUplot extern plotten. Ich nehme das mal weg und zack. Da sollte extern ein Fenster rauskommen. Das ist ein GNUplot-Fenster, wo ich gegebenenfalls auch, wenn es mich interessiert, reinzoomen, rauszoomen etc. kann. Also um jetzt irgendwie nur einen gewissen Teil mir anschauen zu können. Naja, was braucht man noch? Man möchte irgendwie die Nullstellen wissen. Also wir lösen die rechte Seite der Gleichung EQ. Das ist x, also die rechte Seite ist x hoch 3 minus 2x plus 1, x Quadrat plus 1. Und die rechte Seite, right hand side, lösen wir noch x auf und bekommen schwuppdiwupp die drei Lösungen, sprich die drei Nullstellen der Gleichung. Wo Schüler immer relativ lang rechnen.
Wir wollen die Extremstellen wissen. Die Extremstellen, das sind die Ableitungen. Wir differenzieren einmal die rechte Seite der Gleichung nach x ist gleich 0. Und das, also wir differenzieren, setzen das Ding gleich 0 und suchen die Lösung von x. Wo sind die Extremstellen? Ja, eine ist bei x ist 4 Drittel und die zweite ist bei x ist 0. Wir können uns den Plot nochmal anschauen. Ich mache das mal mit dem x-Plot. Ja, da bei x gleich 0 ist eine Extremstelle und die zweite ist da ungefähr bei 4 Drittel, das ist ungefähr da an dieser Stelle. Ups. Nächste Aufgabe. Ja, wir wollen die y-Werte an dieser Stelle wissen, sprich, die erste Lösung ist Lösung 1. Rechne mir da die right-hand side an dieser Stelle aus. Das heißt, ich bekomme den Wert y ist an dieser Stelle ist 4. Nächste Aufgabe, minus 4 bei dem zweiten. Das gehört eigentlich zu den Wendepunkten da unten. Ja, die Wendepunkte sind einfach die zweite Ableitung. Ich leite das zweimal ab nach x. Das war eigentlich das, was ich da oben gehabt habe. Ist bei x hoch 2 Drittel. X ist 2 Drittel. Und da ist ungefähr der Wendepunkt der Kurve. Was geht noch? Also das war ungefähr das, was im Rahmen einer Kurvendiskussion gefragt ist. Eine Minute noch. Suche mal noch ein Beispiel aus. Nein, möchte ich nicht speichern. Gleichungen rechnen, Differential- und Integralrechnung machen wir nochmal ganz kurz. Das ist schon alle Ausgaben, ja. Also, ich habe wieder eine Gleichung mir eingerichtet, kann die differenzieren, einmal nach x, einmal nach y, kommt eben was anderes raus. Ich kann auch integrieren. Kommt in diesem Fall bitte jederzeit nachrechnen. Ich kann auch den Ausdruck darstellen, in diesem Fall mit einem Hochkomma ist gleich und da soll er bitte ausrechnen, was da am Schluss daherkommt. Also das Integral von x der vierten dx ist x der fünften Fünftel. Ich kann bestimmte Integrale ausrechnen. Ich kann auch Differentialgleichungen, ich habe hier eine einfache definiert, kann ich lösen. Oder hier eben, also mit der Integrationskonstante, oder eben als Anfangswertproblem. Das Ganze bietet noch viel mehr. Man kann rechnen mit beliebig vielen Stellen. Und ja, ich habe hier irgendwo Pi berechnet mit 120 Stellen. Ja, da unten irgendwie, was haben wir noch definiert? Ja, nochmal Pi, man kann mit Brüchen rechnen etc. Also einfach mal anschauen, ist freie Software, downloaden und vielleicht geht der Mathematikunterricht dann gleich etwas leichter. Ui, ganz kurz. Warum sollte ich Mathematikkonferenten nicht Sage gleich? Ja, Sage ist ein Python-Projekt, das unter anderem Maxima für die symbolische Mathematik verwendet. Kann man auch verwenden, sowieso, klar. Es ist halt größer, ist noch komplexer. Aber basiert auch auf auf Maxima. Ja. Danke für den Vortrag. Ja, okay.